Ja, hallo, wir sind unterwegs mit dem ID Bus und zwar in der Schweiz, mitten in den Bergen. Es ist wunderschön hier und ja, auf einem Roadtrip. Wir besuchen verschiedene Städte hier in der Gegend und die Berge. Und ja, was braucht man am meisten unterwegs? Natürlich auch Verpflegung und dazu gehört vor allem Essen und Trinken. Und es ist natürlich super praktisch, dann das auch mit dem Fahrzeug erledigen zu können. Dazu eignet sich ein Bus natürlich hervorragend, weil er einfach eine ganze Küche dabei haben kann. Das geht natürlich im Auto ein bisschen weniger. Und wie das Ganze dann im Detail funktionieren kann, das zeige ich euch einmal jetzt. Ja, natürlich ist ein einfaches Camping mit dem ID-Bus auch möglich. Einfach Picknicksachen mitnehmen, Campingdecke auf den Fußboden setzen und das, was man dabei hat, eben verzehren. Ganz easy going. Meistens sind es dann allerdings kalte Speisen. Wenn ihr jetzt warm etwas zubereiten wollt, dann macht es natürlich Sinn, entweder einen Gaskocher dabei zu haben für ja, das schnelle Kochaktion zwischendurch im Grunde oder ihr baut eine Küche richtig in den Camper ein. Und da gibt es beim Bus, wie auch bei anderen Campingfahrzeugen, die Möglichkeit, entweder die Küche eben in den Heckbereich zu integrieren oder eine Küche im Innenraum. Das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie der Platz verfügbar ist und wie man das Ganze sich gestalten möchte. Und hier in dem ID-Bus haben wir eine Campingküche im Heckbereich und die zeige ich euch jetzt mal genauer. So, hier in dem ID-Bus ist eingebaut die Heckküche von Liebhaberei. Den Ausbau dazu findet ihr auch nochmal auf dem Account von Zero Campers, wie das genau alles funktioniert und dann so im Detail aussieht. Aber ich zeige euch jetzt, wie es live beim Kochen aussieht. Ja, Status quo, nicht unbedingt aufgeräumt alles, aber so ist das nun mal, wenn es in Action ist. Und es ist super praktisch. Wir haben hier die Herdplatte sozusagen, ein Induktionsfeld, sogar aufgestellt hier für den Berg, damit es ja waagerecht steht und so das Essen gerade bleibt. So, dann haben wir hier den Kühlschrank in der Mitte. Der ist hier aufklappbar. So hat man ein Fach da drin. Hier vorne die Anzeige für die Temperatur. Genau. Angeschlossen über die 12-Volt-Steckdose.
und dann gibt es hier im hinteren Bereich ein Fach und da kann man jede Menge verstauen. Ihr seht, es ist voller Zeug und ganz wichtig, die Batterie ist hier in der Mitte. Die Anzeige seht ihr hier. Wie ihr seht ihr nichts. So. Zeigt uns jetzt noch den Akkustand an. Die hat 1 kW Speicherkapazität und speist unser Induktionsfeld mit Strom und natürlich auch andere Geräte bei Bedarf per USB und so weiter. Dann haben wir hier diese super praktischen Flügel an der Seite als Ablagefläche. Die lassen sich hier einmal fixieren durch diese ausgeklappten Seitenarme, hier und hier auch. Und die Schränke bieten dann natürlich noch jede Menge Stauraum. Einmal hier oben das Fach, das hier ganz oben haben wir natürlich für das Induktionsfeld genommen und hier unten das Fach etwas größer mit Stauraum, auf der rechten Seite genauso. Da kann man noch ordentlich Lebensmittel lagern oder Müllsäcke oder Besteck, was ihr halt so seht, was hier verfügbar ist. Genau, so kann man jede Menge Essen unterbringen und wie man sieht, ein Hingucker in jeder Richtung. Alles gut untergebracht in dieser kleinen Küche. Hier auf der rechten Seite ist das Waschbecken und zwar ist es ganz witzig integriert. Wir haben hier einen Wasserhahn, der über Magnet hier auf dem Waschfeld hält. Den kann man abnehmen. Dann kann man auch hier Wasser reintun, was ganz praktisch ist. Ja, auch zum Kochen. Einfach durch den Schlauch natürlich überall flexibel verwendbar, dadurch, dass man ein bisschen Reichweite damit hat. Und genau, hier ist das Waschbecken mit Abfluss. Kann man hier zumachen, das Ganze. Das einmal hier zustopfen, ist dann hier unten mit 2 Kanistern verbunden, das heißt, man kann es einfach rausnehmen und hat hier einmal den Frischwassertank mit 10 Litern und einmal den Abwassertank mit 10 Litern, das heißt, es geht hier direkt rein über das Waschbecken und hier kann man immer nachfüllen, die 10 Liter reichen vollkommen aus, wir haben zur Sicherheit auch noch einen 5 Liter Kanister zum Nachfüllen, da kann man dann im Grunde an jedem Brunnen einmal nachtanken, den Kanister an sich und auch den Nachfüllkanister und ja, braucht das Ganze einfach nur wieder draufstellen, der ist hier fixiert, klar zum Fahren muss man das Ganze dann wieder abbauen, das heißt, man nimmt einfach nur den Wasserhahn im Grunde weg, legt den da drunter ins Fach oder hier rein und kann dann das Ganze zusammenschieben. Also sehr flexibel, einfach nutzbar und ja, man kann es super schnell ausbauen, nachfüllen, alles gar kein Thema. Und ein Vorteil ist, dass die Induktionskochplatte nicht fest montiert ist, sondern relativ variabel ist. Und dadurch spart man sich die Auffahrkeile. Denn wir haben 2 Gründe, warum Auffahrkeile eigentlich ziemlich blöd sind. Zum einen ist es immer relativ schwierig, die zu montieren, dass man da irgendwie drauf fährt und das Auto gerade steht. Und zum zweiten, wir haben keine Auffahrkeile. Und deswegen funktioniert das gar nicht. Deswegen sind wir sehr dankbar, dass man das so aufstellen kann und dann auch am Berg mit dem Ausblick gut kochen kann.
Super praktisch auch an dieser Stelle. Das untere Fach kann man auch von oben öffnen und da Lebensmittel drin lagern, sodass man ja da einfach einen einfachen Zugriff hat und schneller an bestimmte Sachen rankommt. Oder wenn man mal was umbauen möchte, da einfach das obere Fach abnehmen kann und dann genauso von hier beladen kann. Und natürlich als Ablagefläche auch nochmal wichtig, wenn man diese Seite umklappt, also klar, das müsste man jetzt da noch umbauen, ins Fach legen, dann hat man von dieser Seite auch eine schöne Holzfläche und braucht dann einfach nur diese Seite, ups, einklappen. Und ja, sieht super smart aus, total edel mit diesem Holz, finde ich richtig schön. Der Maserung, also sieht sehr nach Natur aus, gefällt mir. Also das ist ja einfach nur genial. Mein Partner, er möchte unbedingt so einen. Und deshalb. Na, das passt doch. Wunderbar. Ja, der ist super, der macht Spaß. Ja, das glaube ich. Sie übernachten auch da drin. Ja, ja. Genau. Ja, ganz besonders spannend. Es sieht jetzt aus, als würde diese Küche sehr viel Platz verbrauchen, weil sie einfach einen riesen Auszug hat. Wenn man das mal von hier anschaut, es geht wirklich weit noch nach hinten raus, über einen Meter würde ich jetzt mal schätzen. Und genau, verbraucht aber im Endeffekt innen drin gar nicht so viel Platz. Also nicht, dass es jetzt groß auffallen würde, denn man kann es ja kompakt zusammenklappen. Das nochmal im Detail später. Dann habt ihr hier das Staufach und hier befindet sich natürlich die Fläche, wo dann die ganze Schublade hingeschoben wird, die jetzt natürlich leer ist. Klar, da muss ja der Schrank wieder rein. Aber ich zeige euch das einmal von hier drin. Und zwar, Hundefutter auch am Start. Sieht das von hinten so aus. Das Ganze ist maximal 150 Kilo belastbar. Das heißt, inklusive Schränke, die natürlich auch schon was wiegen, aber mit dem Gewicht kommt man ja super hin. Und der Schrank fährt genau bis zu dieser Kante hier. Bis dahin ist quasi das hintere Teil im Heck dann belegt. Und oben drüber haben wir das Bett ausgeklappt und die Sitze sind trotzdem noch vorhanden. Das heißt, man braucht nicht alle Sitze oder irgendwas ausbauen, sondern es wird ganz einfach dahinter deponiert in diesem speziellen Fach von Liebhaberei, wo dann ja der Auszug hineingefahren wird. Und trotzdem lässt es sich jederzeit umbauen, dass man das Bett zusammenklappt und die Sitze ausklappen kann und trotzdem mit Küche an Bord dann unterwegs auf Reisen ist. So, und wie funktioniert das Ganze mit der Elektrik? Also dieser Wasserhahn läuft über USB, der ist ganz einfach nachladbar. Hier oben wird dann angezeigt, wenn der Akkustand niedrig ist, dass man ihn entsprechend aufladen kann. Aber das ja, reicht wirklich so lange aus, da braucht man sich gar keine Sorgen machen. Alles andere ist hier in diesem Bereich ohne Elektrik. Dann haben wir den Kühlschrank, der ist angeschlossen über den 12-Volt-Anschluss von der Batterie. Und zwar ist die hier hinten. Die Batterie wird immer nachgeladen vom Fahrzeug. Das heißt, die ist immer ständig in Action. Der Kühlschrank kann dadurch auch über Nacht weiterladen und kann die ganze Zeit anbleiben. Also zieht die ganze Zeit Strom. Klar, man kann ihn auch ausstellen, je nach Bedarf, wie man das jetzt möchte, im Winter oder im Sommer. Und dann haben wir die Induktionsplatte und zwar ist die genauso angeschlossen mit dem Kabel an der Batterie und wird so gespeist. Und die 1 Kilowatt Batterie reicht vollkommen aus, um das hier alles zu versorgen. Der beste Vanlife-Hack aller Zeiten ist eigentlich, wenn man abspülen muss. An Abspülen ist ja zum Kotzen schon daheim und beim Camping noch viel mehr. Deswegen packt man einfach einen Wrap in so eine Schüssel rein und dort packt man dann das Essen rein. Zack, zack. Und wenn man dann gegessen hat, dann isst man einfach den Wrap auf
und schmeißt die Schüssel wieder in den Schrank. So dann einfach und man spart sich einen Haufen Wasser und Stress. Das ist nicht dazu. Genau, das kann man kaufen. Das gibt es für alle VW-Busse. Das ist immer so ein Standardbausatz. Aha, und das kann man dann ausklappen und schlafen und hinten eben rausziehen und kochen. Und da hat man einen Kühlschrank, hier Staubfächer, überall links, rechts. Das und ist ja und viele Ablageflächen. Das heißt, das ist wie in der echten Küche. Ja, das macht echt Spaß. Kann man wohl sagen.